Ich wusste nicht, was ich heute machen soll, aber jetzt weiß ich's. Ich gehe jetzt mit Hannah eine Runde laufen und dann mal schauen, was heute so passiert, gell? Ja. In dem Wald, wo ich jetzt gerade bin, waren früher die Amerikaner und da drüben ist ein Bunker und hier ist so, glaube ich, der Bunkerweg heißt der. Und da vorne ist ja bekannt, dass da ein Bunker ist, aber man kann da auch rein, aber das ist übel sketchy, weil diese Luke, weil man von oben reinkommt, ist so übelst eng und dann geht es dann so 2 Meter runter. Und ich war da aber schon mal drin, vor 2 Jahren oder so, aber ohne so eine Strickleiter, weil ich jetzt eine Strickleiter, kommt man da nicht rein. Das heißt, ich kann da nicht rein, aber ich würde es schon nochmal interessieren, weil es war unten so ein ganz großer Raum, wo halt viel Schutt drin lag. Und die anderen Bunker wurden alle zugeschüttet halt und so. Ja, aber wir laufen jetzt weiter, gell? Und schauen mal. Mal gucken. Ich war ewig nicht mehr hier unten, sonst gehe ich eigentlich jedes Wochenende hier hoch und laufe ein bisschen mit dem Hund oder chill einfach ein bisschen. Genießt die Zeit, die frische Luft und so. Aber jetzt gehen wir weiter. Und ja, by the way, dieser Avocado Cream Cheese Brötchen ist geil. Blende jetzt mal gleich nur Ton ein und das Video, was ich gerade gemacht habe, und hört einfach mal hin, deswegen komme ich hier so gern her, weil einfach, weil hier nur die Natur ist so. Und Hannah, komm her, und ja, man hört die Vögel, man hört einfach nichts aus die Natur. Und ja, ich finde es einfach nice, ich feiere den Vibe, dann noch ein bisschen Musik dazu hören. Naja, warum nicht? Jedes Wochenende komme ich hierher, genieße den Samstag. Ja, ist einfach nur angenehm, hier mal zu laufen und einfach mal nichts zu machen. Frische Luft einzuatmen und ja, zu entspannen. Oh, das hat sich fast hingelegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind das für Tiere? Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Was machen die für Sounds? Das sind doch Straußen, oder nicht? Oh mein Gott, warum sind hier... Guckt euch das an! Was ist das denn?
Alter, der ist einfach blau. So was habe ich ja noch nie gesehen. Da hinten sind noch mehr. Habt ihr das gehört? Alter, hört sich das scary an. Oh mein Gott. Scheiße, Alter. Scheiße. Okay, der Tag heute war anstrengend, ich bin kaputt, ich versuche mich jetzt kurz zu halten. Eigentlich wollte ich nur eins sagen, dass ich mir ein MacBook gekauft habe. Extra halt auch zum Schneiden und so, also hauptsächlich zumindest. Und ja, dass ich einfach besser schneiden kann, weil bisher habe ich immer mit meinem iPhone geschnitten. Und es ist halt qualitativ besser mit dem MacBook zu schneiden, ist ja auch klar. Aber ich habe jetzt die letzten 3 Monate gechillt, war in Spanien, also in Barcelona, in London, in Serbien war ich. Ich war in der Schweiz, habe da gechillt bei meinem Dad und einfach ein bisschen die Zeit genossen nach der Ausbildung. Und jetzt geht's halt wieder los. Ich habe jetzt angefangen zu arbeiten, habe einen neuen Job. Ich spare mein ganzes Geld, um mir immer mehr Equipment zu kaufen, halt auch fürs Filmen und so. Jetzt deswegen gerade das MacBook halt, das habe ich mir diesen Monat mal gegönnt, weil ich halt einfach nichts zum Schneiden hatte, also beziehungsweise halt nur mein Handy. Und jetzt kommt halt Stück für Stück immer mehr, also ich hole mir jetzt im März wahrscheinlich eine Drohne, dann eventuell noch einen Monat drauf eine GoPro, dass ich halt filmen kann, wenn ich unterwegs bin und nicht nur die eine Kamera habe, mit der ich gerade filme. Aber ja, ich bin gespannt und ich freue mich und es wird noch viel Neues dazukommen. Ja, ich sage jetzt noch nichts, aber es wird viel auf den Kanal oder halt generell in nächster Zeit kommen. Und ja, ich freue mich übertrieben und ja, seid gespannt und ja, bis morgen dann, weil ich für morgen wahrscheinlich nochmal weiter. Also hoffe ich, wenn irgendwas geht, dann genau. Bis dann.